Und damit herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. TDM, Geisel, natürlich. Alles klar. Diesmal keinen Gefahrenbehälter oder sowas. Wir verteidigen als erstes alles. So, was habe ich denn hier? MFG9. Sonst habe ich hier gar nichts, er legt mich doch fett. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Wow, ganz ruhig, Freunde. Nee, entfernen will ich jetzt nicht. Zeit für etwas Rüstung. Nein, entfernen will ich hier nicht. Gegnerdrohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. So, das war die Drohne schon mal. Na tolle Wurst. Die Gegner haben die Geisel verwundet. Geisel wurde getötet. Cool. Also so kann man auch gewinnen. Ihr müsst die Geisel finden. Erstmal reinkommen. Ne, hier ist nichts. Die Map habe ich auch noch nicht gespielt, deswegen. Drohne ist bereit. Geisel gesichtet. Gut, damit haben wir sie. Bereit zum Durchbrechen. Platziere Sprengladung. Und Feuer. Oh Mann. Nein! Sprengladung bereit. Was ist mit der Wand hier? Ha! No footy. Okay, der hat mich gekillt. Freundbeschuss, Geisel am Boden. Die Geisel wurde getötet. Cool, damit haben wir jetzt auch schon mal eine Runde abgegeben, weil wir die Geisel beschossen haben. Hat überhaupt jetzt jemanden getroffen oder getötet? Nö. Oder es geht. Den Raum befestigen. Lade nach! Der Stacheldraht ist verlegt. Zugangssperre angebracht. Geräte sind an Sie nur kommen.
wurde aktiviert. 10 Sekunden. Gemacht. Hallo, ey. Zugang ist sicher. Nur noch 5 Sekunden. Ja. Die Position der Geisel ist sicher. Die Wand wurde gesichert. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Da haben wir schon mal einen hier. Die Ja, warum stirbt er denn nicht? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Die haben doch schon wieder die Geisel angeschossen, gib's zu. Was? Mission gescheitert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, wir können nochmal reinschauen. Alles klar, man kann reinlaufen und schießen. Habe ich was Neues gelernt. Dim, 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 wo ist die Geisel? Keine Geisel. Treppen hoch, Treppen hoch. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. 10 Sekunden. Feinde, Feinde und die Geisel. Geisel entdeckt. Ja! Eigener Trupp getötet. Wieso denn nicht? Das explodiert doch volle Kanone. Das will ich. Achso, ich hab ja voll daneben getroffen. Ha. Schade. Das bedeutet wahrscheinlich jetzt ein Gefahrengut. Eine Bombe. Schätze ich mal, ja. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja. Wo ist denn das Gebäude? Da? Warum lassen die mich denn dann in die andere Richtung gucken? Was soll denn der Müll? So wie ich mir euch vorstellen könnte, haben die den direkt hochgetan. Mistsack. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Naja, wirklich unbekannt ist der jetzt mir nicht. Lademagazin! Wow. Was? Wo denn? Leute, schreckt mich doch nicht, indem ihr da irgendwas kaputt macht. So, Todesanne. Ach so. Na, Kacke.
Ich würde die gerne auch mal bewegen können. Ja genau, der ohne Schild geht vor. Wow. Haha. Theoretisch könnten die doch den jetzt auf die Füße schießen, oder nicht? Was macht der denn? Jawohl. Das war's halt. Schade aber. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ha, ich kann auch verstärken, wenn ihr wollt. 10 Sekunden noch. Die Süßen sind platziert! Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Fahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen, während des Angriffs aufzuspüren. Nicht wirklich. Nicht in den Explosionsradius kommen. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Das ist cool. Hey, Kollege. Lass mich hier weg. Nestchen in Position. Lege C4. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Wir haben Kacke. Okay, das mit den Rauchgranaten ist dann doch nicht so praktisch. So, jetzt sollen wir nochmal schön anladen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Eine meiner leichtesten Übungen. Oder wenigstens den Feind zu treffen. So, hallo. Dann ist er auf der Treppe und knallt mich ab. Hui. Einsatz in 10 Sekunden. Was? Ich hab da noch nichts gefunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert.
Cool. Mein eigener Typ hat mich umgebracht. Geil, einfach mal mit dem Schild drauf zulaufen. Oh, eine Pro 90. Schnieke. Irgendwas sowas wie Granaten oder so. Jawohl. Keinen getötet. Da war der noch. Jawohl. Zwei gegen zwei. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Das war's. Neutralisiert. Aber... Dankeschön fürs Teamkillen, du Penner. Ekelhafte Sau. Musste der mich unbedingt nicht töten. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Mein ich Gott. Suche nach Feinden. Herzschlagsensor aktiviert. Ich setze den Sensor ein. Ach, Kacke, genau wo ich bin. Wieso? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ja, nur noch. Du wirst. Machen wir mal hier ein bisschen Krawall. Nur noch ein Gegner übrig. Achtung, Explosion. Oh oh. Scheiße, ich hab die Geisel, glaube ich. Ich glaube, ich die Geisel erwischt. Ah, die Blendfahrer. Der mit der Blend gefällt mir auch. So, jetzt kommt Matchball. Mal wieder. Vielleicht kriegen wir doch den Sieg dabei. Bitte nicht. Ja, natürlich. Was habe ich gerade noch gedacht? Hey, die kommen bestimmt von... Boom. Kamen sie dann auch von dieser Seite. Und damit ist es unentschieden. Ei. Aber trotzdem, ich schon wieder
Geil. Er dachte, geil, er dachte, das wäre der Gegner. Dann mal los. Zurückbleiben. Achtung, es geht los. Hier wird's gleich richtig heiß. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Aua. Und da war der von draußen. Aber der eine, der ist doch gestürzt, oder? Team Blau verloren. Was? Das war die Verlängerung? Ich habe Geld. Ah ja, Green Name.